Dr. Claudia Krieger. Ich freue mich, dass sie auch dabei ist. Sie ist leitende Ärztin auf der Gastroenterologie am Kantonsspital in St. Gallen und eine ausgewiesene Spezialistin, wenn es um Ernährung geht. Und Ernährung ist ein sehr, sehr heißes Thema für die Patienten auch und auch für uns immer, immer interessanter. Und ich glaube, wir alle und auch ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag, liebe Claudia. Schön, bist du dabei. Vielen Dank, Dani, für diese netten Worte. Jetzt weiß ich nicht, klappt es schon mit dem Freigeben? Bildschirm 2. So, jetzt sollte es klappen. Ist das so Jawohl. gut für Sie? Ja, Dann für mich ist. perfekt. Gut, also vielen Dank, Dani, für diese netten Worte. Ja, Ernährungstherapie bei IBD ist vielleicht ein Thema, dem noch nicht die Bedeutung zukommt, die meiner Meinung nach nötig wäre. Die Studienlage ist aber auch nicht ganz so gut und noch nicht. Und es gibt einfach ganz viele verschiedene Aspekte, die man beachten muss oder verschiedene Interventionen. Und ich möchte Ihnen einfach darüber berichten, was wir in St. Gallen machen. Zuerst eine Einführung, dann stelle ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten vor. Und dann gehe ich aber eben auf diese Crohn's Disease Exclusion Diet ein. Das ist einfach eine mögliche Therapieform. Und wir waren damals überzeugt, dass wir vor knapp 2 Jahren uns damit auseinandergesetzt haben. Und die Resultate, die stimmen für uns. Und diese Resultate möchte ich mit Ihnen gerne teilen. Ja, wenn wir uns unsere Ernährungsweise anschauen, dann ist es auch so, wie Dani Wen jetzt schon gesagt hat, mit Einzug der westlichen Ernährung in den Entwicklungsländern hat sich dort die Rate, die Inzidenz an Crohn und Colitis deutlich erhöht. Und wir wissen alle, wir haben ein zu viel an Fertigprodukten, zu viel an fettigen Speisen, an Süßigkeiten, an Alkohol, an Convenience-Produkten mit ganz vielen Zusatzstoffen. Und dem gegenüber steht ein zu wenig an Früchten und Gemüsen, an Fasern. Denn wir wissen, ein hoher Fasergehalt ist eigentlich protektiv für die Inzidenz von Crohn und Colitis. Nämlich daher, die Fasern, die werden nicht verdaut im Dünndarm, werden nicht resorbiert, sondern wandern ins Kolon und dienen dort den Bakterien als Nahrungsgrundlage. Das heißt, wir ernähren unser Mikrobiom durch Früchte und Gemüse. Und wenn wir ein gesundes Mikrobiom haben, dann lebt das, dann haben wir auch eine intakte Darmbarriere. Auf der anderen Seite wissen wir, dass zum Beispiel ein zu hoher Konsum an rotem Fleisch, an verarbeitetem Fleisch, der kann wiederum vermehrte Colitiden hervorrufen oder auch neueste Studien mit Mäusen zeigen, dass diese Zusatzstoffe, diese Emulgatoren, diese E-Stoffe in Nahrungsmitteln, die konnten ebenfalls eine Colitis induzieren. Daher, ja, sollten wir wieder vielleicht ein bisschen back to the roots und so kochen, wie es unsere Großmütter gemacht haben. Und ich denke, wenn Sie nichts mitnehmen von meinem Vortrag, dann sollen Sie sich nur merken, frisch kochen. Und ich denke, dann hätten Sie schon sehr, sehr vieles gut gemacht, wenn man einfach, ich sage immer meinen Patienten, verwenden Sie ehrliche Nahrungsmittel. Das heißt, verwenden Sie das Grundprodukt. Nehmen Sie eine Kartoffel, nehmen Sie eine Karotte, aber nehmen Sie nicht Pommes frites aus dem Tiefkühlschrank oder Pommes duchesse, sondern wirklich verarbeiten Sie das Urprodukt, das Rohprodukt, dann wissen Sie auch, was Sie alles beigegeben haben und somit könnten wir eigentlich schon vieles verhindern. Und wie ich gesagt habe, ich denke, es muss einfach eine gesunde Balance bestehen. Süßes darf drin liegen, aber es muss ja nicht nach jeder Mahlzeit sein. Es muss nicht als Zwischenmahlzeit eingesetzt werden. Dasselbe mit dem Alkohol. 2, 3 Tage pro Woche ein Glas, das geht sicherlich in Ordnung, aber nicht jeden Tag. Und eben die Fertigprodukte, wenn Sie da mal studieren, was da alles drin ist, dann kann das einfach nicht gesund sein. Gut, wenn ich Ihnen hier vielleicht ein bisschen demonstrieren darf,
wie das ausschaut von unserer Darmbarriere. Dann haben wir hier auf der linken Seite, sehen Sie meine Maus, wie die herumfährt, oder sehen Sie das nicht? Sie sehen das, alles klar. Eben, dann haben wir hier den gastrointestinalen Transit mit dem Stuhl. Und einerseits haben wir beim gesunden Darm haben wir ein diverses Mikrobiom hier dargestellt durch verschiedene Farben. Wir haben eine dicke Schleimschicht, dann haben wir die einzelnen Epithelzellen des Darms. Und Sie sehen, die sind hier verbunden durch diese orangenen angedeuteten Verschlüsse. Das sind die TJs, die Tight Junctions. Das heißt, wir haben ein intaktes Epithel, also die Zellen, die sind sehr eng aneinander. Und wir haben hier quasi eben einen Schutz, damit pathogene Keime nicht eindringen können. Und innen dann quasi in der Blutbahn, da haben wir unser Immunsystem mit den verschiedenen Zellen. Wenn wir aber einen kranken Darm haben, wie er eben auch bei Chronokolitis vorkommt, dann sehen Sie einerseits eine Reduktion der Diversität des Mikrobioms, nur noch die grünen Bakterien. Dann haben wir keine Schutzschicht keine Mukusschicht mehr. Und Sie sehen auch, die Tight Junctions, sie sind aufgehoben. Die einzelnen Epithelzellen, die sind getrennt und wir haben eine deutlich erhöhte Permeabilität für die pathogenen Keime, die dann das Immunsystem stimulieren. Ja, das vorausgesetzt. Nun möchte ich Ihnen zeigen, womit verschiedene Studiengruppen gearbeitet haben und was sie proklamieren. Es gibt einerseits eine israelische Studiengruppe, die hat ganz einfach mit der mediterranen Ernährung gearbeitet. Das ist einfach, viele Leute kennen das. Es ist auch gut durchführbar in der Umsetzung. Und es konnte gezeigt werden für Crohn- und für Colitis-Patienten. Wir haben einerseits eine Reduktion der Leberverfettung. Wir haben eine Reduktion von Calprotectin und von CRP erreichen können. Und quasi die Quality of Life, die ist deutlich angestiegen. Und das, denke ich, das kommt vor allem daher, die Patienten können aktiv etwas selber dazu beitragen. Sie können sich damit auseinandersetzen und müssen nicht nur passiv quasi die Medikamente schlucken, die ihnen verordnet werden. Der mediterranen Ernährung gegenüber steht die spezifische Kohlenhydratdiät oder auf Englisch die Specific Carbohydrate Diet. Es ist eine sehr extreme Form einer Diätform. Ebenfalls wurde in einer anderen israelischen Studiengruppe diese Diätform versucht und die besagt, diese Patienten, die leben komplett getreidefrei, also kein Weizen, kein Dinkel, keine Gerste, aber auch kein Reis. Also es ist extrem einschränkend, kein Brot. Dazu laktosearm und zuckerarm. Man kann das fast ein bisschen vergleichen mit einer Paleo-Diät, also quasi wie ganz ursprünglich unsere Vorfahren gelebt haben. Es beinhaltet sehr viele Gemüse, einige Früchte, Beeren, die man pflücken kann, dann natürliche tierische Proteine eben, das aber auf der Weide aufgezogen wird, das Gras gegessen hat, Fisch, den man wild gefangen hat. Also es geht darum, hier möglichst wenig einzuwirken auf die Nahrungsmittel. Und nun wurden diese zwei Ernährungsformen in einer Studie verglichen. Und wie Sie jetzt sehen, und das habe ich vorher nicht gesagt, eben diese spezifische Kohlenhydratdiät, die ist getreidefrei. Wohingegen die mediterrane Ernährung, die beinhaltet als Basis, wie Sie hier ganz unten sehen, Vollkornprodukte und Brot. Meiner Meinung nach geht das ja jetzt diametral auseinander. Hier Vollkorn basiert, mit dann natürlich auch sehr vielen frischen Produkten wie Gemüsen, Früchten, Hülsefrüchte und etwas weniger Fisch, ganz wenig Fleisch, versus diese spezifische Kohlenhydratdiät. Und erstaunlicherweise haben nun tatsächlich beide Diäten in etwa gleich abgeschnitten
von der Effektivität her, vom Rückgang des Calprotectins. Und die Studiengruppe, die kam dann zum Schluss, ja, wenn beides ja ungefähr gleich gut wirkt, dann soll man sich ja nicht unnötig einschränken und nicht diese schwierige spezifische Kohlenhydratdiät durchführen, sondern ernähren Sie sich doch einfach eben mediterran, wie es auch für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten sehr empfohlen wird oder einfach für eine gesunde Lebensweise, weil wir ja wissen, dass unsere südlichen Nachbarn, speziell auf Kreta und auf Zypern, eine sehr hohe und lange oder die werden sehr alt, die haben eine sehr lange Lebensdauer. Gut, dann werde ich jetzt nochmals ein bisschen spezifischer. Es gibt neuere Therapieformen, diese CD-Treat-Diet, die Crohn's Disease-Treat-Diet. Und unsere Ernährungsform, die wir in St. Gallen eingeführt haben, die Exclusion-Diet. Bei der CD-Treat geht es darum, dass man eigentlich gesagt hat, wir wissen, dass eigentlich die Trinknahrung, die ausschließliche Trinknahrung einen Schub beenden kann. Wie Sie vielleicht wissen, bei Kindern wird häufig damit gearbeitet, weil man bei Kindern ja die Steroidstoßtherapie vermeiden möchte wegen des anhaltenden Wachstums, des Knochenwachstums. Und nun hat diese Studiengruppe gesagt, ja gut, wenn das bei Kindern wirkt, dass man den Schub schnell terminieren kann und die pädiatrischen Patienten in Remission bringt, dann möchten wir einfach quasi Nahrungsmittel auswählen, die gesund sind und sicher nicht solche, die nicht vorkommen in der Trinknahrung. Und diese Trinknahrung, die sind immer laktosefrei, die sind glutenfrei, haben logischerweise keinen Alkohol drin und auch bei den Fasern, sie sind meistens faserarm, faser oder faserfrei. Und auch in dieser Studie hat sich gezeigt, dass 80% der Patienten haben angesprochen und 60% der Patienten konnten sogar in eine Remission gebracht werden. Und da muss ich schon sagen, wenn ich von 60% spreche, wenn wir von medikamentösen sprechen und Therapien sprechen und Remission, dann liegen wir dort in etwa bei 20 bis maximal 40%. Also mit 60% sind wir da wirklich ganz, ganz oben auf. Und dann möchte ich eben Ihnen diese Crohn's Disease Exclusion Diet vorstellen. Mich hat das Therapiekonzept überzeugt, das ich Ihnen jetzt dann gleich vorstellen werde. Und wir fahren eigentlich sehr gut damit. Was wird bei dieser CDD-Diät gemacht? Wir verzichten ebenfalls auf ganz, ganz viel. Wir verzichten auf tierische Fette, vor allem gesättigte Fettsäuren. Wir verzichten, aber initial, ich spreche jetzt mal von den ersten 12 Wochen, wir verzichten auf Weizen und das aufgrund einerseits beider Weizenproteine aufgrund des Glutens, aber auch aufgrund der Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Dann verzichten wir auf Taurine. Taurine ist ein Abbauprodukt einer Aminosäure, welche ebenfalls in tierischen Nahrungsmitteln vorkommt. Und man soll Häm und Eisen ausschließen, was ebenfalls im roten Fleisch zu einem großen Teil vorkommt. Dann werden alle E-Stoffe, Zusatzstoffe, Emulgatoren ausgeschlossen. Die kommen eben einfach in vorgefertigten Lebensmitteln vor als Stabilisatoren, damit die Haltbarkeit verlängert wird. Man soll kein Maltodextrin verwenden. Das ist eine Kohlenhydratkette, die als Füllmittel und Verdickungsmittel eingesetzt wird. Dasselbe gilt für Carragene, ein Wort, das ich erst im Zusammenhang mit dieser Diätform gelernt habe. Carragene kommen vor allem in Milchprodukten vor, in Babybrei, in Puddings, in Konfitüren, ebenfalls als Verdickungsmittel. Und was man auch noch ausschließen soll, sind die Schwefelverbindungen, zum Beispiel in Trockenfrüchten. Dort wird es ebenfalls als Haltbarkeitsmittel eingesetzt. Demgegenüber steht dann aber eine große Menge an Früchten, Gemüsen und resistenter Stärke.
Und diese resistente Stärke, die kommt in den Kartoffeln vor. Also die Patienten müssen 2 Kartoffeln pro Tag essen. Aber das ist nicht einfach die Kartoffel quasi gesotten oder gebraten, sondern man muss quasi wie geschwellt die machen und muss die Kartoffeln dann abkühlen lassen, möglicherweise auch in den Kühlschrank stellen und erst am nächsten Tag verwenden. Denn die Kohlenhydratkette, die verändert sich durch das Erhitzen und wieder Abkühlen und wird so eben resistent. Das heißt, sie kann im Dünndarm nicht mehr abgebaut werden, sie wandert in den Dickdarm und eben dient dort den Bakterien als Nahrungsgrundlage, was ich Ihnen schon vorher gesagt habe. Und zu diesem Ausschuss plus viel Früchte und Gemüse kommt dann noch eine Trinknahrung dazu, damit die Patienten auch genügend Eiweiß zu sich nehmen. Und jetzt haben Sie sich vielleicht gefragt, ja, was hat denn das auf sich, wieso muss ich das alles ausschließen? Und auf diesem Dia möchte ich Ihnen zeigen, wo nun diese verschiedenen Substanzen, die wir ausschließen, angreifen. Wie Sie sehen, hier in Rot eingefärbt, die gesättigten Fettsäuren, die verursachen vor allem eine biliäre Sekretion, also der Fettzyklus wird angeregt. Wir brauchen die Gallensalze, die Gallensäure, um das Fett zu verdauen. Wenn wir nun aber zu viel dieser Gallensalze haben, dann unterbinden wir die bakterielle Fermentation, die geht zurück. Gluten und Carrageen machen uns einen Aufbruch der Tight Junctions und erhöhen die Permeabilität. Das Weizenprotein, das sogenannte eben diese Amylase-Trypsin-Inhibitoren, da gibt es Studien, die besagen, dass eine chronische Entzündungsantwort unterhalten wird. Das Taurin und die Emulgatoren, die zerstören die Mukusschicht und das Maltodextrin und das Häm, das reduziert die mikrobielle Diversität. Und das hat mich eigentlich damals überzeugt, als ich davon gehört habe und gedacht, ja, wieso probieren wir das nicht einfach einmal aus? Basierend darauf ist aber eine Studie, die bereits im Vorfeld gezeigt hat, dass diese Ernährungsform wirkt. Das ist eine Studie aus einer, ebenfalls die Israelis, die sind sehr weit mit dieser Ernährungstherapie, eine Studiengruppe aus Israel. Ein Pädiater, der pädiatrische Patienten bis 18 Jahre genommen hat und 2 Gruppen gemacht hat. Die eine Gruppe, die hat eben diese neue orale Ernährungstherapie eingenommen und 50% wurden in den ersten 6 Wochen durch die Trinknahrung abgedeckt. Und Gruppe 2, die hatte eine exklusive Trinknahrung, also 100% in den ersten 6 Wochen. Dann ab Woche 6 wurde es ein bisschen lockerer. Die CDED wurde erweitert, also man darf bereits mehr und verschiedenere Nahrungsmittel zu sich nehmen. Ich zeige Ihnen das nachher. Und nur noch 25% Trinknahrung. Und Gruppe 2 hat ebenfalls weiterhin 25% Trinknahrung zu sich genommen, aber hat sich in diesen zweiten 6 Wochen frei ernährt. Also die waren überhaupt nicht mehr eingeschränkt und konnten essen, was sie wollten. Und ich habe das jetzt rot markiert, weil das macht so einen großen Unterschied. Und das möchte ich Ihnen anhand dieser Grafik zeigen. Sie sehen links die Gruppe, die die CDD mit Trinknahrung gemacht hat. Von Woche 0 zu Woche 6 zu Woche 12 haben wir einen kontinuierlichen Abfall im Kalprotektin. Und das ist hoch gewesen anfangs, oder über 3000. Nach 12 Wochen auf 700. Aber, und jetzt kommt der Clou, bei der Gruppe, die ausschließlich eine Trinknahrung eingenommen hat in den ersten 6 Wochen, Sie sehen ebenfalls paralleler Abfall, sehr schön, das funktioniert, die Trinknahrung, aber von Woche 6 zu Woche 12, wo Sie sich wieder 75% normal, uneingeschränkt ernährt haben, haben wir bereits wieder einen 50-prozentigen Anstieg im Kalprotektin und das eigentlich in sehr kurzer Zeit. Und es konnte auch gezeigt werden, die haben dann das Mikrobiom untersucht und es konnte gezeigt werden, dass ebenso quasi negative Keime, die sind bereits wieder deutlich angestiegen und die positive Veränderung, die wir quasi von Woche 0 zu Woche 12
erreicht haben, die war eigentlich schon hinfällig, nur weil wir von Woche 6 zu Woche 12 wieder normal gegessen haben. Ja, und dann hat man gesagt, ja, das hat jetzt bei Kindern oder bei Jugendlichen bis 18 Jahre gut funktioniert. Wir machen jetzt auch eine Studie mit erwachsenen Patienten. Und bei Erwachsenen ist ja sehr häufig das Problem, dass die sagen, ja, Ernährungsumstellung könnte ich mir noch vorstellen, aber diese Trinknahrung, die behagt mir überhaupt nicht. Es ist zu dick und es schmeckt so komisch im Mund und den Geschmack halte ich nicht aus. Das mache ich überhaupt nicht mit. Und darum hat diese Studiengruppe gesagt, ja gut, wir wollen jetzt schauen, funktioniert das mit oder ohne Trinknahrung? Kann man auch einfach nur die guten Nahrungsmittel aussuchen, aber die Trinknahrung, die lassen wir weg? Hat das denselben Effekt? Kann man den Schub in gleicher Zeit beenden und ist quasi die Remission anhaltend über längere Zeit? Und das waren Patienten, die eine leichte bis mittlere Kronaktivität hatten. Und auf diesem sehen Sie nun den Verlauf dieser Studiengruppe. In blau eingefärbt, das sind die Patienten, die zusätzlich die Trinknahrung eingenommen haben. Und grün ohne Trinknahrung, also alleinige orale Kostform. Sie sehen hier den Response, also das Ansprechen nach 6 Wochen. Das war sehr hoch, auch hier über 2/3 der Patienten, eigentlich beide, haben sehr gut angesprochen. Dann Remission, also wie krankheitsfrei waren die Patienten. Hier sehen wir einen diskreten Vorteil von der Gruppe, die zusätzlich die Trinknahrung eingenommen hat. Und dann, wie ging das weiter von Woche 6 zu Woche 12 zu Woche 24? Und Sie sehen, die Patienten ohne Trinknahrung, die fallen etwas ab. Aber es ist immer noch ein guter Erfolg, wenn man das Ganze dann koloskopisch überprüft durch eine Spiegelung, dann sind es deutlich weniger Patienten. Und das ist es ja, was wir eigentlich immer sehen. Die Patienten berichten, es geht ihnen sehr gut. Wenn man dann nachschaut, dann sieht man trotzdem, dass einige Patienten doch schon wieder eine gewisse Aktivität haben. Aber man kann sagen, man braucht die Trinknahrung vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man es aushält damit, dann erreicht man wahrscheinlich die besseren Resultate. Gut, und jetzt sind Sie sicher gespannt, was die Patienten nun tatsächlich gegessen haben und wie diese Diätform von sich geht. Obligatorisch in den ersten 12 Wochen müssen Sie jeden Tag 2 Eier, dann eben 2 Gschwelti, abgekühlt wieder aufgewärmt, 1 Apfel, 2 Bananen und eine Pullebrust essen. Wenn Sie jetzt vegetarisch leben, dann können Sie selbstverständlich das Pulle weglassen und einfach den Eierkonsum erhöhen. Wenn Sie vegan leben, wird es ein bisschen schwieriger. Mündlich hat mir Ari Levine, also der Urheber dieser Diätform, gesagt, man könne das durch Linsen abdecken. Wenn ich etwas genauer nachschaue im schriftlichen Teil, dann sind eigentlich Linsen in den ersten 6 Wochen sicherlich verboten. Aber ich meine, wenn es für jemanden nicht geht, dass er Eier isst, dann würde ich mal sagen, dann soll er Linsen essen. Zusätzlich, wie ich Ihnen vorher erwähnt habe, in den ersten 6 Wochen wird 50% durch die Trinknahrung abgesetzt, von Woche 6 zu Woche 12 noch 25. Nachher sprechen Sie immer noch von 25%, aber ich würde dann sagen, dass es eigentlich einfach auch durchsetzbar ist für die Patienten, kann man das dann mit der Zeit ausschleichen. Was dürfen die Patienten noch zusätzlich essen? Also einfach, das ist obligatorisch. Und zwar eben einfach, wir wollen eine gute Eiweißquelle durch Eier und Pulle, also sehr fettarm. Wir wollen quasi den Apfel wegen den Pektinen, also wegen quasi Polyphenolen, sekundären positiven Pflanzenstoffen, wegen dem guten Anteil an Fasern in der Banane und eben wegen der resistenten Stärke die Kartoffeln. Wenn man noch nicht genug hat, dann darf man zusätzlich noch Tomaten, Gurken, Karotten, Spinat, Salat, Erdbeeren, Avocado, Melonen,
als Früchte und Gemüse. Und man darf, wenn man noch zu wenig Kohlenhydrate hat, Reis und Reisnudeln essen. An Getränken sind wir etwas limitiert. Da geht Wasser, Herbal Tea, also Kräutertee, plus ein Glas frisch gepresster Orangenschnitt. Man darf mit Oliven oder Rapsöl kochen. Man darf Zwiebeln und Knoblauch dazu tun. Das sind ja auch sehr viele Galactane und Fructane dabei, daher auch positiv fürs Mikrobiom, quasi gerade gegensätzlich zu FODMAP, wenn Sie sich damit schon einmal auseinandergesetzt haben. Man darf mit Lemon Juice das Mineralwasser anreichen, also Zitronensaft. Man darf noch Honig dazugeben, etwas Zucker mit wenigen Gewürzen und auch frischen Kräutern würzen. Aber alles andere, was hier nicht draufsteht, ist einfach absolut verboten. Und zur Übersicht, was ist verboten? Und das ist eben relativ viel und manchmal für die Patienten etwas schwierig. Also verboten ist einfach Fleisch. Fleisch geht gar nicht. Kein rotes Fleisch, kein verarbeitetes Fleisch, keine Würste, kein Aufschnitt, keine Sojaprodukte, keine Milchprodukte, kein Milch, kein Joghurt, kein Quark, absolut gar nichts, auch kein Glasse. Dann kein Brot, kein Weizen, kein Getreide, keine Sojaprodukte, speziell eben keine anderen Kartoffelprodukte als die frischen Kartoffeln, also keine tiefgekühlten Kartoffeln, keine Pommes frites und eben keine Hülsenfrüchte, wie ich gesagt habe. Und was auch verboten ist, und das macht den Patienten müde, ist kein Kaffee. 12 Wochen lang kein Kaffee, danach 2-3 Tassen pro Woche. In der zweiten Phase von Woche 6 zu Woche 12 geht es schon wieder ein bisschen einfacher. Also man darf dann als Proteinquelle, man darf ein bisschen Ton essen, man darf einmal pro Woche, wenn es nicht anders ginge, dann ist einmal pro Woche eine Portion Rindfleisch erlaubt, lieber aber gar nicht, steht so in den Empfehlungen. Kohlenhydrat, man kann einmal Kartoffeln durch Süßkartoffeln ersetzen, eine Scheibe Brot pro Tag liegt nun drin. Die Hülsenfrüchte werden jetzt eingeführt, ebenfalls Quinoa. Dann beginnt man bereits mit Früchten, die ein bisschen mehr Fasern haben. Ab Woche 12 ist dann auch Mango, Ananas und Orange erlaubt. Mandeln gehen ab hier und man darf hier, wenn man will, eben dann selber das Brot backen. Man muss aber die Hefe weglassen. Hefe hat auch einen negativen Impact auf die Darmgesundheit, sondern man soll das Brot mit Backpulver backen. Das haben unsere Ernährungsberaterinnen probiert und das würde sehr gut funktionieren. Und speziell haben sie erwähnt, dass das Brot etwas länger sogar frisch bleibt. Also noch ein positiver Nebeneffekt. Von Woche 13 an gibt es keine obligatorischen Nahrungsmittel mehr, sondern nur noch eben verbotene Nahrungsmittel. Das läuft dann folgendermaßen ab. Also weiterhin verboten ist jegliche Art von Junkfood. Also auch jetzt kein Hamburger, kein Hotdog, kein Essen bei McDonald's und keine Süßgetränke. Man sagt, man solle sich mehr oder weniger an eine gesunde Ernährung halten, eben frisch kochen am Wochenende oder einfach 2 Tage pro Woche. Sie sprechen dann von den sogenannten Cheat Days. Darf man sich etwas verwöhnen, man darf Alkohol, man darf Dessert essen und eben Kaffee ist jetzt 3-mal pro Woche erlaubt. Aber ganz wichtig, es muss frisch gemahlener Kaffee sein. Also entweder haben Sie eine eigene Kaffeemaschine oder lassen die Bohnen im Supermarkt mahlen und machen dann einen Filterkaffee oder quasi diese Bialetti-Maschinen, wo mit dem Dampf dann der Kaffee produziert wird. Und es geht einfach darum, einerseits zum Beispiel der lyophilisierte Kaffee geht nicht wegen den Zusatzstoffen und der gekapselte Kaffee geht eben auch nicht wegen der Aluminium- oder Plastikkapseln, weil dort einfach auch gewisse Zusatzstoffe drinnen sind, die einen negativen Einfluss haben. Also Sie sehen, es ist aufwendig, aber die Reaktionen der Patienten, die sind durchwegs positiv. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ich habe einige Patienten, die sagen, sie könnten nicht mehr zurück zu ihrer alten Ernährungsform.
Wir haben, wie gesagt, im Februar 2020 damit begonnen. Sie sehen, es sind noch nicht so viele Patienten. Wir haben inzwischen 30 eingeschlossen, 5 Dropouts, das heißt, 5 haben schon wieder aufgehört und sagen, es ist zu aufwendig. Sie müssen zum Beispiel eine ganze Familie ernähren und die Familie würde nicht so Freude haben, wenn sie nur noch so kochen würden. Ja, andere haben gesagt, wo sich vielleicht noch nicht so mit Kochen auseinandergesetzt haben, alle Gedanken würden nur noch um uns einkaufen und ums Kochen sich drehen. Es ginge gar nicht. Und andere wiederum sagen, es sei eigentlich gar nicht so aufwendig. Man müsste sich einmal einlesen und dann würden sie das sehr gut managen. Sie sehen, wir haben 19 Patienten, die zusätzlich medikamentös therapiert werden mit Anti-TNF-Alpha oder Vedolizumab oder anderen neueren Therapien. Davon haben wir auch Colitis-Patienten, die mitmachen. Und wir haben 6 Patienten mit einer milden Form einer IBD, die ausschließlich durch sich momentan durch Ernährung therapieren. Und ja, wir sind sehr erfolgreich damit. Und es ist wirklich ganz interessant, mit allen Patienten, die ich eigentlich bereits nach einer, zwei Wochen spreche, wenn sie sich umgestellt haben, die sagen, es sei wahnsinnig, wie schnell sich der Stuhlgang verändern würde. Einerseits würde er wirklich viel fester werden in der Konsistenz. Und wenn sie vorher, sage ich mal, 4-mal zur Toilette gehen mussten, sei es danach noch 1 bis 2-mal. Also sie würden wirklich diesen raschen Effekt auf den Darm sehen. Ja, und hier einfach exemplarisch. Ich habe Ihnen hier 3 Patienten rauskopiert. Der erste Wert ist jeweils der Wert, bevor wir die Ernährungstherapie angefangen haben. Der zweite nach 6 Wochen, nach dieser strengen Induktionsphase. Und Sie sehen, gut 300 auf 100, da kann man noch sagen, naja, ist jetzt nicht so überzeugend, aber das war einfach eine relativ milde Form, ja, die noch nicht bereit war für eine medikamentöse Therapie. Aber dann trotzdem von 1400 auf 600 oder von 1200 auf 200 innerhalb von 6 Wochen, finde ich das schon beachtlich. Und hier noch ein bisschen exemplarisch eine junge Patientin mit einem starken Iliozökalbefall. Die wurde bei einem Wert von fast 2000 Iliozökal resiziert. Dann kam sie 3 Monate später zur ersten postoperativen Kontrolle. Alles gut. Im Juli haben wir sie, im Juli darauf, also nochmals 5 Monate später, haben wir sie endoskopiert. Bereits wieder eine Entzündungsaktivität. Ebenfalls sieht man das am Calprotectin. Dann hat sie gesagt, nein, sie wolle keine Therapie. Es war eine etwa 25-jährige Patientin. Wir haben mit der CDED begonnen, 1200 auf 230. Und dann habe ich sie 4 Monate später wieder gesehen. Sie hat mir das Calprotectin eingeschickt. Und ich war schon sehr enttäuscht, habe gedacht, ja, es funktioniert nun trotzdem nicht. Und dann hat sie mir gestanden, sie hätte viele Probleme von außen gehabt. Sie hätte jetzt wirklich nicht mehr auf die Nahrung geschaut und sei wieder ein bisschen ins alte Muster zurückgefallen. Und Sie sehen, das hat dann natürlich wieder sofort einen Einfluss. Und ich glaube, diese 1300, die sind einerseits Ausdruck eben dieser psychosozialen Belastung. Ich sehe viele Patienten, die Probleme haben, psychische Probleme, die haben einen Anstieg im Calprotectin und nicht nur aufgrund der fehlenden Therapieadhärenz, aber natürlich auch. Ja, und jetzt möchte ich noch speziell eine Studie mit Colitis-Patienten erwähnen. Da hat man gesagt, Sie haben vielleicht auch schon davon gehört, Stuhltransplantation bei therapierefraktärer Colitis, das muss eigentlich funktionieren, indem man via Darmspiegelung ein quasi gesundes Mikrobiom injiziert und hat dann auch zusätzlich noch zur Verfestigung dieser Therapie noch Klistiere mit fremdem Mikrobiom appliziert, hatte Patienten mit einer milder bis mittleren Aktivität in 3 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe nur Stuhltransplantation, die zweite Gruppe Stuhltransplantation plus eine Ernährungstherapie für 14 Tage Vortherapie von Spender, von Stuhlspender und Stuhlempfänger. Und eine dritte Gruppe, die nur Ernährungstherapie gemacht hat.
Und wenn ich jetzt sage Colitis ulcerosa und Ernährungstherapie, ich habe leider nicht die genauen Angaben, die sieht man im Artikel nicht, aber gemäß diesem Schema ist es eigentlich vergleichbar mit der CDD, ist auch die gleiche Gruppe, die diese Studie gemacht hat. Aber sie schreiben explizit, Colitis-Patienten sollen sich noch mit Omega-3-Fettsäuren supplementieren. Also entweder natürlich mit eben fettreichen Fisch aus kalten Gewässern oder Rapsöl oder dann einfach ein künstliches Supplement. Und jetzt, oh Wunder, welche Gruppe hat wirklich positiv abgeschnitten? Das war alleinig die Gruppe mit der Ernährungstherapie. Also die Stuhltransplantation hat in diesem Moment bei diesen Patienten mit Colitis ulcerosa nicht funktioniert. Und die Autoren sind jetzt gerade daran, eine größere Studie für Colitis ulcerosa Patienten aufzugleisen, und wir in St. Gallen können höchstwahrscheinlich als Studienzentrum mit dabei sein. Darum, wenn Sie in der Nähe von St. Gallen wohnen und wenn Sie Interesse haben und an einer Colitis leiden, dann dürfen Sie sich bei mir melden. Dann schauen wir, dass wir Sie ab Frühling vielleicht da auch einschließen können. Gut, somit schließe ich und möchte Ihnen sagen, eben es gibt verschiedene Optionen und verschiedene Interventionen. Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass Sie eben einfach, wenn möglich, frisch kochen und wenig Fertigprodukte zu sich nehmen. Und ich denke, ganz allgemein, ein gesunder Lifestyle gehört zur Therapie. Da bin ich jetzt gar nicht so darauf eingegangen. Aber es ist sicherlich ein normales Körpergewicht anstreben und Sport. Sport gehört eigentlich auch zur Therapie der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Also Bewegung, zweimal pro Woche soll man sich etwas sportlich trainieren. Und dann bezüglich der CDED, die schließt eben einfach Nahrungskomponenten aus, welche das Mikrobiom verändern und die Darmdurchlässigkeit erhöhen. Und ich denke, es ist eine Therapieoption bei Patienten, die selber etwas beisteuern wollen, aber sich bewusst sein müssen, dass es ein gewisser Aufwand ist. So, damit schließe ich und bedanke mich für Ihr Interesse. Liebe Claudia, vielen herzlichen Dank für den Ausflug in die ernährungstherapeutischen Optionen. Ich bin sicher, da wird in den nächsten Jahren noch viel kommen. Also wir hatten jetzt die letzten Jahre, hat man ja das bei den Kindern war das, ist das schon länger bekannt, und bei den Erwachsenen hat man immer gesagt, ja, die Compliance und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, es wird viel kommen in Zukunft. Also ich bin gespannt, was da noch kommt, und ich glaube auch für die Patienten eben, es ist nicht mehr so, dass man nur Medikamente und Chirurgen braucht, sondern wahrscheinlich wird es auch darauf rauslassen, dass eben die Ernährung dann irgendwann auch ein wichtiger Stellenwert spielen wird. Aber vieles ist halt noch in der Forschung und im Frühstadium und in den Guidelines noch nicht ganz so weit, wie wir das gerne haben möchten, aber das wird kommen, ziemlich sicher. Ja, Claudia? Ja, also eben bezüglich noch nicht in der Guidelines. Ich hatte eine Folie, aber ich hätte jetzt etwa eine Stunde sprechen können, wenn ich alles gezeigt hätte. Es gibt schon Guidelines, gerade kürzlich publiziert, die als Option eben bei refraktären oder therapieresistenten Morbus Crohn, die Ernährungstherapie, speziell die CDD, erwähnt oder eben auch eine exklusive enterale Ernährung. Aber wir sind schon so weit. Es kommt, ja. Gut, gehen wir aus Zeitgründen vielleicht noch zu ein paar Fragen. Also ich fange mal ganz unten an. Was habe ich da? Eine Frage war zum Beispiel, wie oft sollte bei CED-Patienten eine Spiegelung gemacht werden, hängt aus meiner Sicht sehr stark davon ab, in welchem Stadium der Patient ist, oder ob er eine aktive Colitis hat, einen aktiven Crohn, ob er in Remission ist, ob es ein Hochrisikopatient ist oder ob er eine positive Familienanamnese hat, welche Medikamente er nimmt, sind wir vor einer Therapieumstellung und so weiter. Das ist sehr, sehr abhängig. Also es gibt Patienten, die haben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, sind in Remission, haben ein kleines Risiko, Tumoren zu entwickeln. Die haben mehrere Jahre keine Endoskopien, bis zu 5 Jahren, würde ich sagen. Andere haben
mehrere Endoskopien in einem Jahr, weil wir einfach mit den Therapien nicht dorthin kommen, wo wir wollen, und dann häufig vor einem Therapiewechsel noch schauen, wie es aussieht. Also es ist schwierig, aber ich würde so sagen, Hochrisikopatienten, das sind die haben spezielle eben positive Familienanamnese, zum Teil kombinierte Lebererkrankungen, so die kontrollieren die jährlich sicher. Dann gibt es so Intermediate alle 3 Jahre und die niedrige Risiko vielleicht fünfjährlich. Das so ganz grob, aber sehr, sehr abhängig vom Patienten. Und dann war noch eine Frage hinsichtlich Kalprotektin-Test, in welchem Rhythmus. Das ist auch... Das ist sehr abhängig vom Gastroenterologen, wo sie in Behandlung sind. Ich brauche das Kalprotektin häufig. Einerseits als Therapieindikator, wie effektiv meine Therapie ist, die ich mache. Und zum Teil einfach auch, ob die Patienten in Remission weiterhin bleiben. Weil es ist nicht immer so, dass die Patienten Beschwerden haben, wenn die Entzündung wieder da ist. Es gibt Patienten, die haben Entzündung und sind beschwerdefrei. Und das sind eben die dann Komplikationen machen können über die Jahre, wenn man nur auf die Symptome geht, dass man die dann vielleicht ein bisschen undertreated. Aber das ist ein Puzzleteil von vielen. Also es ist nicht so, dass ich einfach ein Kalprotektin behandle. Das ist schon so. Also, aber wenn ich ein erhöhtes Kalprotektin finde, dann mache ich dann eher mal noch einen Ultraschall. Nicht immer, aber eine Endoskopie. Aber es ist ein Hilfspuzzle, um das ganze Bild ein bisschen größer zu machen. Vielleicht hast du, Claudia, noch irgendeine Frage gefunden, die du beantworten möchtest. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht in den Chat geschaut. Was halten Sie von veganer Ernährung bei Morbus Crohn? Ich bin sehr offen für diese alternativen Therapieformen. Und ich denke, man muss einfach immer darauf schauen, dass man den Proteinanteil gut abdeckt. Und man kann das sicherlich eben mit Linsen, Hülsenfrüchten gut versuchen, und in einer späteren Phase kann man dann selbstverständlich auch, eben es muss immer leben, es muss immer durchführbar sein. Ich sage auch, etwas Käse nachher, das ist ja dann gar nicht mehr vegan. Durch Hülsenfrüchte kann man das sicher abdecken, oder auch Sojaprodukte sind danach sicherlich wieder möglich. Genau, dann ist eine Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um über ein Stoma zu sprechen? Da kann vielleicht dann Markus auch noch aus meiner Seite, sind das, oder Markus, fang du um, was ist so aus deiner Sicht? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Oder welche Patienten? Natürlich, das ist auch ganz schwierig zu verallgemeinern, gell? Das muss man natürlich ganz individuell anschauen, wie der Krankheitsverlauf ist und welche Probleme aufgetreten sind, welche Komplikationen. Aber ich glaube, ganz wichtig zu wissen ist, auch ein bisschen um die Angst vor dem Stoma und dem künstlichen Darmausgang zu nehmen, dass die Lebensqualität auch mit Stoma also extrem hoch ist, und das ist eigentlich, wenn man das akzeptieren kann für sich und annehmen kann, eigentlich keinerlei Einschränkungen gibt im täglichen Leben, in der Freizeit, ob man reisen will oder was auch immer. Also die Versorgungsmöglichkeiten mit dem Stoma sind heutzutage so gut, dass man wirklich praktisch alles machen kann damit. Und ganz wichtig zu wissen ist auch, dass außer wenn jetzt der Schließmuskel nicht mehr funktioniert, eigentlich jedes Stoma wieder zurückverlegt werden kann. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Information, dass die Situation, in denen Stoma nicht mehr zurückverlegt werden kann, dass die eigentlich nur einen ganz, ganz, ganz geringen Prozentsatz ausmachen. Und häufig kann Stoma halt eben, um vorübergehend eine gewisse Krankheitsaktivität abheilen zu lassen, schon sehr, sehr hilfreich sein. Oder obwohl das natürlich eine Horrorvorstellung ist, ist vollkommen klar, dass das würde uns nicht anders gehen, aber das kann wirklich für den Moment sehr, sehr hilfreich sein und muss gar nicht für die Ewigkeit bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterscheiden beim Stoma. Eine weitere Frage war Stuhltransplantation. Ja, pardon, Claudia. Ich habe nur, jetzt konnte ich schnell diese,
Fragen und Antworten durchsehen. Und ich denke, eine ganz wichtige Frage eben, wurde gestellt, was für Trinknahrung wurde verwendet. Und ja, diese Studien, die sind alle mit Modulen gemacht. Also Modulen ist ein Pulver, das dann mit Flüssigkeit, mit Wasser quasi verdünnt und angerührt werden muss. Und es hat sogenannte TGF-Beta noch enthalten, das eben zusätzlich antientzündlich sein soll. Und was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, diese Pulverform der Trinknahrung, die enthält eben keine Emulgatoren und keine Zusatzstoffe. Und eben das ganze, dieses ganze Diätkonzept, das eben das basiert eigentlich auf diesem Modulen. Man kann dann, wenn man sich dafür interessiert, die Patienten, die bekommen dann eben einen Link, einen Internetzugang, wo sie dann eben ganze Rezeptbücher herunterladen können und sich die Diät vereinfachen können. Ich bin mir nicht sicher, ob man dann jegliche Trinknahrung hier einsetzen sollte. Aber eben, da sind die Bücher ja auch noch nicht geschlossen, dass man quasi eben bei Kindern eine enterale Ernährung macht mit quasi flüssiger Kost und in diesen vorgefertigten flüssigen enteralen Ernährungen oder ONS sind immer E-Stoffe drin. Ja, da eben, also diese Studie und wir arbeiten mit Modulen. Und Claudia, vielleicht noch die zweite Frage, wie hältst du es eben mit, eine Frage ist noch natürliche Therapien bei Colitis ulcerosa, Kräutern, natürliche Sachen, Kurkuma, ja. Was ist deine Empfehlung? Also es gibt eben, das ist ein anderes Feld für ein Referat. Ich habe bei der letzten Veranstaltung darüber gesprochen, eben über diese Polyphenole, über diese positiven zusätzlichen Verbindungen, sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel der dunkle Farbstoff, die Anthocyane in den dunklen Früchten und Gemüsen, also alle Heidelbeeren oder Auberginentrauben oder auch die Aroniabeeren eigentlich mit dem höchsten Anteil. Also das ist sicher förderlich, wenn man diese dunklen Früchte und Gemüse konsumiert. Und dann auch das Kurkuma, das wird ja schon in der ayurvedischen Medizin verwendet, seit, ich sage mal, 2.500 Jahren und hat deutlich antientzündliche Effekte. Also ja, das kann ich eigentlich nur unterstützen, wenn jemand eben gewillt ist, da etwas auszuprobieren, mitzumachen. Und ich habe einige Patienten, die arbeiten mit Kurkuma und es schwören alle drauf. Ja. Eben, aber primär, wie wir gesagt haben, geht es wahrscheinlich einfach darum, ausgewogen, gesund und frisch zu kochen. Und wenn man dann noch einen zusätzlichen Effort leisten möchte, dann bin ich eine Befürworterin, dass man wirklich das rote Fleisch weglässt, dass man einfach nicht jeden Tag Teigwaren konsumiert, dass man vielleicht eben ein Stück Brot am Tag isst. Aber es ist dann schon wieder sehr viel Zwang dabei. Also wenn jemand nicht damit unbedingt arbeiten möchte, eben es geht immer darum, dass es einfach ausgewogen ist. Aber du würdest es auch nicht so weit gehen, zu sagen, auf Medikamente kann man verzichten. Nein, überhaupt nicht. Meistens ist es das geht Hand in Hand. Aber ich habe jetzt doch eben die zwei, drei ganz junge Patienten, die einen ersten Schub haben von Morbus Crohn und die sagen, sie möchten jetzt einfach noch versuchen, bevor sie jetzt jahrelang mit einem Biologikum behandelt werden. Man weiß ja auch nicht so recht, wann kann man wieder aufhören, wie lange dauert das. Dann sagen sie mir, jeweils geben sie mir doch die Chance und wir versuchen das. Und wenn wir dann sehen, dass es nicht funktioniert, dann kann man ja immer noch einsteigen. Und das ist meiner Meinung nach ganz ein vernünftiger Weg. Ich glaube, das ist genau, ich sehe das genau gleich, oder? Ich glaube, das ist immer ein im Gespräch mit dem Patienten, oder? Und wenn man Zeit hat und der Patient gewillt ist und man die Risiken und Benefits gut bespricht, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Option. Ja?
Dann eine Frage noch zum Eisenwert bei der Colitis ulcerosa, oder das ist auch abhängig vom Entzündungsgrad, oder wenn Sie eine schwere Entzündung haben, die Colitis aktiv ist, dann verlieren Sie, vielleicht sieht man das gar nicht, aber können Sie immer ein bisschen Blut verlieren und der Eisenwert kann dann im Verlauf sinken. Das heißt, es kann, aber muss nicht ein Zeichen von einer gewissen Aktivität sein, der Colitis ulcerosa, wenn die Eisenwerte tief sind. Genau. Bruno, wie lange dürfen wir noch? Wenn erwähnt, dürfen wir schon ein paar Fragen. Vielleicht noch eine, die man recht kurz beantworten kann. Ich habe im Chat gesehen, warum sind die Narben so groß nach der Rückverlegung eines Stomas? Das hängt damit zusammen, dass bei der Anlage von dem Stoma wird ein Stück Haut entfernt, oder? Also man kann nicht einfach einen Schnitt machen und dann den Darm durch die Bauchdecke durchziehen, sondern man muss etwa 5 Frankenstück groß ein Stück Haut mit Unterhautfettgewebe entfernen. Also das ist ein Defekt, der nachher fehlt, oder? Und wenn man dann das Stoma zurückverlagert und wieder in den Bauch zurückverlegt, dann fehlt dieses Stück Haut, oder? Und da ist Spannung drauf, da gibt es Tricks und Kniffe, wie man das möglichst klein und auch kosmetisch schön gestalten kann, aber es wird nie so gut sein, wie wenn man natürlich einen sauberen Hautschnitt wieder vernäht, weil einfach ein Stück Gewebe fehlt, oder? Und plus es kommt noch hinzu, dass sehr häufig dort Infektionen auftreten, weil natürlich das kontaminiertes Gebiet ist, wo Stuhl drüber geflossen ist, auch wenn man das noch so gut reinigt bei der Operation, das ist ja ein bisschen das Problem. Aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, sekundär, wenn die Narben nicht schön verheilt sind und gerade bei jüngeren Menschen, wo das dann sehr belastend sein kann, dass man das in der zweiten Operation korrigiert. Also das ist durchaus möglich. Eine weitere Frage noch hinsichtlich klinischer Studien, ein Thema, wenn die üblichen Medikamente versagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Dass die Patienten wissen, dass wenn man medikamentös nicht mehr viel weiterkommt, oder? Es gibt große Kliniken in der Schweiz, da St. Gallen inklusive, wir machen hier in Luzern nicht so viele klinische Studien, jetzt auf IBD, aber in Zürich, in Bern, oder da gibt es klinische Studien, wo Medikamente sehr früh in Phase 3, also eigentlich Phase 1, 2, 3, schon eben in Phase 3 Studien Medikamente, wo sie Zugang zu Medikamenten haben, die eigentlich noch gar nicht auf dem Markt sind, oder? Und bei Patienten, die eben die einen schweren Verlauf, komplizierte Verläufe haben und die, wo man am Verzweifeln ist, lohnt es sich immer, mit großen Zentren Kontakt aufzunehmen, ob Studien zu diesem speziellen Fall vorliegen, wo man die Patienten einschließen könnte. Hinsichtlich des Mikrobiomtests gibt es noch eine Frage. Ich weiß nicht, wie du das, Claudia, siehst. Ich persönlich mache keine Mikrobiombestimmungen im Moment. Für mich ist das ein super interessantes Gebiet, wo extrem viel Forschung auch gemacht wird. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, bevor man nicht genau weiß, welche Bakterien oder was auch die Resultate von diesen Mikrobiomanalysen dann genau für eine Konsequenz haben, sehe ich die Mikrobiomanalyse eher im Setting von Studien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Claudia. Ja, nein, wir empfehlen das gar nicht, oder? Wir haben viele Patienten, die danach fragen und es gibt ja auch private, genau, Labore, die das durchführen und die den Patienten dann ganz viel Geld dafür abknüpfen. Genau. Und es macht meiner Meinung nach eben wirklich null Sinn, weil das Problem ist auch das, was man im Stuhl ausscheidet. Also diese Bakterien sind nicht dieselben, die quasi an der Darmwand anhaften. Also es hat einfach eigentlich gar keine Aussagekraft diesbezüglich. Nein, absolut, deiner Meinung. Genau. Ich glaube, da muss man einfach zuwarten und in Studien, weil sonst ist es einfach ein Business und ich finde das nicht ganz fair den Patienten gegenüber. Dann wurde noch die Frage gestellt,
also therapeutisch nicht. Es gab mal in Zürich am USZ im Rahmen einer Studie, oder wenn ich mich recht entsinne, bei Clostridien, oder bei nicht therapierbaren Clostridien-Colitis. Aber also für Colitis wird es in der Schweiz nicht angeboten, nein. Professor Seibold in Bern hat, glaube ich, eine Zeit lang Patienten eingeschlossen oder es gemacht, aber hat gleich wieder damit aufgehört. Es gibt Studien aus Australien, die so, aber in der Schweiz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, soweit ich weiß, macht das niemand. Und eben, wie gesagt, bei der therapierefraktären Clostridien-Colitis, das ist aber eine andere Indikation. Ja. Dann gab es noch die Frage bezüglich Probiotika, Supplementation, Einnahme. Also ich sage eben immer, essen Sie einfach gesund und essen Sie Fasern, dann ernähren Sie Ihr Mikrobiom eigentlich von selbst. Ich persönlich bin eigentlich kein Befürworter und kein Freund von dieser zusätzlichen Supplementation. Ich sage, alles, was auf natürlichem Weg geht, soll man quasi durch die normale Ernährung zuführen. Wie sieht es bei dir aus? Dani? Ich sehe das genau wie du. Ich bin ein Freund der natürlichen Ernährung und ich meine Empfehlungen sind ähnlich wie deine. Also eben mit Ernährungstherapie habe ich wenig Erfahrung noch, aber ich sage den Leuten auch mediterrane, gesunde, ausgewogene Ernährung. Aber das sage ich eigentlich jedem Patienten und nicht nur den mit Crohn und Colitis. Genau, dann eine Frage war noch Multiple Sklerose und Humira. Ich habe keine Fälle gesehen, aber es gibt, glaube ich, in der Literatur Einzelfälle beschrieben von Patienten unter Humira, die entweder Flares gemacht haben bei einer bekannten MS oder neue Symptome, MS-ähnliche Symptome aufgetreten sind. Aber das sind rheumatologische Patienten. Soweit ich jetzt weiß, aber ich kenne auch nicht die genaue Literatur, ist etwas, wenn das auftritt bei einem Patienten, dann wäre ich sicher hellhörig oder mit den Neurologen besprechen und sicher die Indikation von Humira nochmal hinterfragen, ob man alternative Präparate hat. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du, Claudia? Ich habe noch nie jemanden gesehen. Nein, darf nicht über einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Also sicher etwas Seltenes, muss man sagen. Ja. Gut, haben wir mehr oder weniger? Vielleicht noch das mit dem, es gab noch eine Frage bezüglich Hefe und Backpulver und wie man dann das quasi adäquat ersetzen möchte. Da bin ich jetzt auch überfragt. Also ich würde einfach sagen, ja, schauen Sie es im Internet nach. Ich weiß nicht, wie großes Päckchen Backpulver oder ob ein Päckchen auf 500 Gramm Mehl reicht. Ich denke, Sie finden da online sicherlich die Lösung. Ich selber habe es noch nie ausprobiert. Also ich habe gerade noch eine Frage gesehen und ich finde die noch spannend und das ist für die Frau Krieger. Wie nimmt man genug Vitamine zu sich bei dieser Diät? Also bin ich gerade überfragt, ob im Modulen nicht das Ganze quasi schon eingeschlossen ist, aber sonst nachher, wenn natürlich mehr Früchte und Gemüse dann wieder erlaubt sind, dann sollte das kein Problem mehr sein. Aber ja, jetzt haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt, ob im Modulen in der Trinknahrung die Vitamine enthalten sind. Ich denke, sollten ja eigentlich, weil es ist eine vollbilanzierte Ernährung, die man ja ausschließlich, oder Kinder, die nehmen ja dann über eine gewisse Zeit ausschließlich das zu sich. Und meiner Meinung nach ist es dort eigentlich enthalten. Aber da müsste ich nochmals den Beipackzettel anschauen. Ja gut, ich glaube, es hat noch einige Fragen, aber im Großen und Ganzen haben wir sicher die Antworten bekommen, die hier. Was noch offen ist, einige haben gefragt nach den Präsentationen, nach den Referaten. Es ist so, dass wir, die Crohn-Colitis Schweiz, wir werden die Videos dieser Referate
innerhalb einer Woche circa online stellen auf unserer Webseite. Dort können die kompletten Referate von allen drei nochmals angeschaut werden. Und ich würde sagen, somit wäre auch diese Frage eigentlich beantwortet. Und vielleicht noch die positive Familienanamnese. Fragen Sie einen Gastroenterologen, kommt ein bisschen darauf an. Also sicher eine, bei Großvater und Onkel sicher eine Ausgangskoloskopie. Ist sicher, es kommt ja auch immer darauf an, wie alt das Sie sind, oder wenn Sie 50 sind, haben Sie sowieso eine Koloskopie zugute. Aber sicher nicht, also höchstwahrscheinlich nicht jährlich. Also jährlich koloskopieren wir eigentlich praktisch nur Patienten mit einer wirklich genetischen Prädisposition, zum Beispiel im Rahmen von einem Lynch-Syndrom, wo dann wirklich auch mehrere Familienmitglieder betroffen sind und genetische Analysen gemacht werden, die uns voraussagen, dass das Krebsrisiko eben sehr hoch ist. Und sonst kommt es immer darauf an, wie ich vorgesagt habe, sind sie Hochrisiko, Intermediate oder Low Risk? Genau, das ist ein bisschen schwierig jetzt so Ihnen genau zu sagen, was das Intervall ist. Bei mir ist das Licht ausgegangen. Ne? Das ist ein Zeichen vom Spital. Ja, dann würde ich sagen, im Namen der Kronkolitis Schweiz herzlichen Dank den drei Referenten für den wirklich sehr spannenden Abend. Allen Zuschauern auch ein herzliches Dankeschön, auch dass Sie so fleißig noch Fragen gestellt haben, das Ganze noch etwas lebendiger gemacht haben. Es ist ja schon so etwas schwierig, wenn wir diese Events nur virtuell durchführen. Und wir hoffen natürlich, dass das bald wieder ändern kann und wir uns wieder mal treffen können und das auch vor Ort besprechen können. Ich möchte zum Schluss nur ganz, ganz kurz noch etwas Eigenwerbung machen, und zwar am nächsten Mittwoch, am 10. November, haben wir nochmals eine Veranstaltung. Die Infos dazu auf unserer Webseite. Dort geht es, weil es ja so ein heißes Thema ist, ausschließlich um das Thema Ernährung. Und haben da auch noch was zu hören und nochmals die Sicht der Ernährung etwas detaillierter, weil wir wirklich dann drei Referentinnen haben, die nur über die Ernährung referieren werden. In dem Sinn nochmals herzlichen Dank allen und einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Ade miteinander. Herzlichen Dank. Ade. Ade. Ade.